Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier bei unserem Herzog Zentoll. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir über seine Perversion sprechen sollten. Ja, ihr wisst ja, er ist seit einiger Zeit pervers. Das Spiel hat uns noch nicht mitgeteilt, um was genau es sich dabei handelt. Die Möglichkeiten sind natürlich vielfältig. Aber wir haben ja schon festgestellt, er hält das geheim und es steht irgendwie natürlich, wie jede Perversion, natürlich in Diskrepanz zu seinem Glauben. Und der ist ja bei ihm besonders groß. Und insofern ist, glaube ich, dieser innere Widerspruch, der da ist, der Konflikt, der damit verbunden ist, ist bei ihm ebenso besonders groß. Deswegen finde ich es schade, wenn das so ein bisschen unter den Tisch fällt, weil es gar nicht mehr vorkommt. Aus dem Grund habe ich mich jetzt für eine Variante der Perversion entschieden. Und zwar, ich stelle mir Folgendes vor. Er hatte sich, so ist es angefangen, er befriedigt sich selbst mit Blick auf Heiligenbilder, also auf Marienabbildungen. Und dahinter steht aber tatsächlich der Wunsch, auch zur sexuellen Tat zu schreiten. Und ich glaube, das passt ganz gut zusammen mit seiner Faszination für die Nonne Giselle, also diese unantastbare Frau, dieses Bild einer Frau, einer heiligen Frau. Das erregt ihn irgendwie, das ist seine Perversion. Das darf er natürlich nicht nach außen kehren oder zeigen. Aber ich glaube, diesem folgt er insgeheim und er will das auch in die sexuelle Praxis umsetzen. Nun ist es so, dass es im Spiel, ich habe schon mal nachgeguckt, es gibt quasi keine weiteren christlich-katholischen Nonnen. Es gibt ein paar orthodoxe, aber die sind zu weit weg. Aber man kann das ja auch machen mit besonders gläubigen Frauen. Und zufällig ist gerade jemand zu Gast am Hof, nämlich Veronika. Veronika ist nämlich ebenso religiöse Eiferin und keusch. Und diese Kombination ist ganz passend, wie ich finde. Und ich glaube, er versucht jetzt hier zur Tat zu schreiten und einen Verführungskomplott zu starten, um mit ihr diese Fantasien irgendwie auszuleben. Also wir machen das mal. Das hat tatsächlich sogar sehr hohe Erfolgschancen, weil interessanterweise die religiösen Eiferer sich gegenseitig mögen. Wie auch immer, das führt allerdings zu einer weiteren erhöhten Anspannung, weil wir religiöse Eiferer sind und das wiederum lässt uns über eine kritische Schwelle schreiten. Und da schauen wir mal, was da passiert. Aber erstmal beginnen wir damit. Mal gucken. So, und was bedeutet das? Finstere Gedanken. Schuld und Scham suchen mich in letzter Zeit heim. All meine Sünden, meine Fehler, mein Scheitern. Solch finstere Gedanken lenken mich von meinen Pflichten ab und halten mich nachts wach. Naja, wir wissen, was das für Gedanken sind. Ich habe das Gefühl, dass ich etwas tun muss, um diesen geistigen Qualen ein Ende zu machen. Doch was könnte wohl helfen? Okay, also wir könnten uns selber auspeitschen. Wir könnten wohltätig spenden. Das passt natürlich sehr gut zu großzügig. Oder wir sagen, wir müssen stark bleiben. Diese Geschichte, weil es immer ein Krisenmoment ist, würfle ich grundsätzlich aus. Mal gucken, was jetzt passiert. Und wir würfeln eine 2. Das heißt, oh, er wird flagellant. Also, der Kuss der Geißel wird mir die Sünden austreiben. Flagellant bedeutet Kampfgeschick minus 2. Winziger Gesundheitsmalus. Wir werden aber derzeit verwundet. Das gibt uns im Moment einen schweren Malus. Naja, mal gucken. Gut, also, wir können uns das so vorstellen, dass er mit ihr ins Bett geht. Also mit ihr, ne? Mit der er jetzt gerade anbandeln will. Und danach dann immer sich auspeitscht. Als Strafe vor Gott für diese Sünde. Das passt sehr gut zusammen. Okay, aber mal gucken, ob das überhaupt klappt. Die beiden waren ja jetzt, glaube ich, noch nicht zusammen. Naja, offenbar vielleicht doch, wenn wir an seine Peitsche denken. Oder vielleicht peitscht er sich schon aus wegen der Gedanken. Auch das ist möglich. Mangel an Schultheißen und Leider. Ja, da können wir im Moment nichts machen. Wir sind immer noch hier dabei, die Kontrolle zu erhöhen. Ansonsten, ja, ist jetzt sozusagen für uns, was den nächsten Krieg betrifft, das hier das entscheidende Ablauf hier des Waffenstillstandes am 30. Juli 911. Das ist gar nicht mehr so lange hin. Bis dahin sollte aber zumindest unsere Kaserne fertig sein. Und was haben wir nun? Eine Lesung in Arl. Alles deutet auf einen langweiligen Abend hin, nachdem die vorgesehene Unterhaltung beendet war. Doch Herzogin Kisilo verhinderte dies, indem sie eine Lesung vorschlug.
Okay, unsere Schwägerin. Sie ist auch eine religiöse Eiferin. Oh mein Gott. Warte mal, oder habe ich jetzt hier die falsche? Ich habe doch mit Veronika angebandelt. Aber klar, zu ihr passt das auch. Die Frau unseres Bruders. Oh Leute, Geschichten aus dem Heiligen Buch. Ich liebe dieses Buch. Genau. Nicht nur das. Ich stelle es mir richtig vor. Sie sitzen am Feuer, lesen sich beide das Heilige Buch vor. Und dann passiert was? Wir wissen es nicht. Es gibt eine gefährliche Fraktion. Der Bauernpöbel wird immer unzufriedener in Leida. Na gut, da können wir nichts tun. Da können wir höchstens diesen Aufstand niederschlagen, wenn es dann soweit ist. Ein sinnlicher Vorschlag. Warum jetzt plötzlich Kisido? Das ist schon verrückt, ne? Okay, also Herzogin Kisido von Gascogne hat sich mit süßen Worten und noch süßeren Berührungen in mein Leben gedrängt. Spät nachts tue ich mich schwer, sie aus meinem Kopf zu bekommen. Die Gefühle, die zwischen uns schwelen, werden entweder bald in Flammen ausbrechen oder erlöschen. Okay, ist sie auch pervers oder was? Ach nee, eher betrügerische Avancen. Das ist ja verrückt. Sie war ja mal auch unsere Ärztin. Insofern kennen wir uns vielleicht sogar schon intim. Noch aus diesen Zeiten. Wie auch immer. Ja, also normalerweise würde ich jetzt sagen, er kämpft dagegen an. Aber da sie genau also seiner Perversion entspricht, gefühllos und eine religiöse Eiferin, ist er, glaube ich, Feuer und Flamme. Die Frage ist nur, was tun wir hier? Soll sie eine Affäre werden oder soll sie einmalig? Ich würde sagen, das soll schon eine dauerhafte Sache werden. Ich möchte auf ewig in diesem Inferno schmoren. Das wollen wir nicht wirklich, aber wir können nicht anders. Also, ihr habt Herzogin Kisido, die Frau unseres Bruders, beschlafen. Oh mein Gott. Und wir kriegen nochmal Anspannung. Wir werden erst einmal wieder überwältigt. Ein sanftes Kitzeln der Vorfreude kriecht mir den Rücken hinauf, als die Stille meiner Gemächer von einem Klopfen gestört wird. Könnte sie das sein? Als ich die Tür öffne, grinst Kisido mir schelmisch entgegen mit Lust im Blick. Endlich, als ihre Arme mich umschlingen, lodert das Feuer in meiner Brust himmelhoch und den Rest der Nacht verbringen wir in einer glühenden Hitze. Okay, ja, wir müssen uns wiedersehen in gewisser Regelmäßigkeit. Wir müssen nur hoffen, dass mein Bruder davon nicht erwehrt. Das wäre eine Katastrophe. Oh mein Gott. So, und Carlo ist gestorben, Ratsmitglied, darum müssen wir uns kümmern. Außerdem haben wir hier einen neuen Lebenswandelpunkt. Wir gucken mal. Versorgung im Feld. Versorgungskapazität ist natürlich eine gute Sache. Für unsere Armeegröße aber noch nicht so entscheidend. Ritter plus 4. Ja, Hof machen würde jetzt vielleicht sogar sinnvoll sein, aber das machen wir mal nicht. Das haben wir alles nicht. Schweres Fußwerk, Speerträger, das haben wir tatsächlich. Ich glaube, Plänkler haben wir zumindest oder Bogenschützen, bin mir nicht ganz sicher. Gehen wir mal hier weiter. Wir werden vielleicht auch noch schweres Fußvolk oder so dazu nehmen. So, jetzt der Rat, der Ratsverwalter ist nicht mehr einsatzfähig. Gräfin Judith kommt nicht in Frage. Ah, unser neuer Ritter ist, naja, so richtig talentiert auch nicht, aber es gibt keine Alternative, oder? Wie ist die Bürgermeisterin so drauf? Ich glaube, die hätten uns... Ja, die wird uns ja auch angezeigt. Alles klar. Nein, dann muss es Emmerich übernehmen. Diese Sache. So weit, so gut. Und schon wieder die Einladung des Königs, die wir erneut ablehnen. Wichtig natürlich noch, dieser Krieg ist ja jetzt gerade eigentlich beendet worden. Oh, der ging ja jetzt sehr schnell. Das habe ich gar nicht mitbekommen, wie die Aufständischen sofort wieder niedergeschlagen wurden. Und nun, nicht nur wir sind verwundet, sondern auch unser Pferd scheint krank zu werden. So wie Wang tief aus dem Stall trottet mit schweren Hufen und hängendem Kopf, kann es keinen Zweifel geben, mein Pferd ist krank. Der Stallmeister versichert mir, dass es ein Heilmittel gegen dieses Leiden gibt, doch es kostet eine heftige Summe. Naja, Gott. Die Summe ist ja nun wahrlich nicht allzu heftig. 15 Gold können wir schon mal investieren. Ich hoffe, es wird wieder gesund. Kriegen wir darüber noch eine Nachricht oder ist es dann einfach so? Möglicherweise ist das der Fall. Können wir eigentlich als Flagelland uns jetzt regelmäßig auspeitschen? Ja, Selbstkasteiung
ist tatsächlich möglich. Oh Gott, wir werden dann schwer verletzt, vermutlich, weil wir schon verletzt sind. Na, das sollten wir nicht tun. Ein bisschen aufpassen müssen wir. Okay. Das Kind sollte nicht sein. Eine Frühgeburt. Okay, war sie etwa von uns schwanger? Zumindest scheint sie die Vermutung zu haben, denn sie informiert uns darüber, dass sie eine Frühgeburt hatte. Naja, okay, wir müssen ein bisschen aufpassen, ne? Wir verkehren ja nun regelmäßig mit ihr. So, das ist wichtig. Wir haben einen neuen Bischof hier. Einen neuen Fürstbischof. Der andere war im Übrigen grandios. Er ist weniger grandios, feige, ungeduldig, sprunghaft. Das bedeutet aber auch, dass wir einen lokalen neuen Mann haben. Der ist aber noch weniger geeignet. Insofern, als wenn das jetzt nicht eine ganz besondere Persönlichkeit ist, die wir lokal hier haben, werde ich den Fürstbischof Obizzo hier einsetzen. Okay. Quatsch. Ja, genau. Fürstbischof Obizzo, genau. Den werde ich hier zuweisen. Wie gehabt. So. Weil er einfach hier der wichtigste religiöse Anführer ist. Die Meinung ist überaus positiv, weil er nun in den Rat gekommen ist. Insofern brauchen wir uns auch nicht gesondert darum kümmern. Hervorragend. Und jetzt sind die Holzkasernen fertig gebaut worden in Venassin. Das ist durchaus für uns ein wichtiger Schritt. Damit können wir auch erst einmal wieder dem Ratsverwalter sagen, dass er die Steuern eintreiben soll, weil der Bau fertig ist. Das heißt, unsere Truppenstärke müsste aber eigentlich jetzt aufgrund der zusätzlichen Aufgebote, mal sehen, ob das im nächsten Monat langsam hochgeht, steigen, oder? Wir waren doch eben bei 952, wir müssen noch über 1000 jetzt gehen. So, was haben wir hier? Oh, jetzt geht's um Veronika. Ein Troubadour wird bald am Hof von Arles auftreten. Man könnte ihn einfach bitten, die Vorstellung zu ändern und sie Veronika zu widmen. Ihr gilt meine Liebe. Das ist zu gefährlich. Das ist zu gefährlich. Das geht nicht. Ja. Weil wir tapfer sind, kriegen wir jetzt noch mehr Stress. Aber nein, wir müssen das geheim halten. Das geht gar nicht. Okay, also ich verlasse mich bei meiner Verehrung lieber auf verschleierte Andeutungen. Möglicherweise erwachendes Interesse. Die Frage ist, vielleicht war meine Widmung an Veronika ein wenig zu verstohlen. Sie hat es offenbar nicht bemerkt. Okay, vergeudete Liebesmüh. Das Problem ist, wollen wir eigentlich noch mit ihr anbandeln, weil wir haben ja jetzt schon etwas. Wir können ja schon unsere Fantasien umsetzen. Na gut, wir versuchen es nochmal. Ich sehe aber gerade, was ist mit unserem Münde los? Was war das für eine Nachricht? Vormund für Gusper. Haben wir da nicht uns selbst als Vornamen genommen? Nee, hatten wir nicht, ne? Der Fürstbischof war es, genau. Ich denke auch nicht, dass das der Standard sein sollte. Für einen gläubigen Menschen wie wir passt das auch nach wie vor am besten. Wo haben wir ihn denn? Den hier haben wir ihn, ne? Nee, ist das der? Sein Name habe ich gar nicht gemerkt. Ne, Obizzo ist das eigentlich. Was haben wir denn hier? Suffraganbischof? Ach, das ist der von Judith. Alles klar. Hier haben wir Obizzo. Dann wird er Vormund. Okay. Kind wird unterrichtet. Es gibt eine neue Fraktion. Italienische katholische Populisten. Okay, alles klar, aber keine der Großen. Wir schauen überhaupt nochmal auf die Fraktion. Die Bauern können jederzeit gegen uns ein Ultimatum stellen, das sollten wir aber schaffen. Und auch der lothringische König, der hat auch nur Bauernopposition. Also nichts Besonderes. Aber ich frage mich, warum steigen unsere Aufgebote nicht so, wie ich mir das gedacht habe? Wir bekommen eigentlich 125 mehr durch die Kaserne.
So, aber der Moment ist gekommen, wo die Bauern aufstehen, die muslimischen Bauern. Wohlgemerkt, viel zu lang unterliegen wir schon euren unterdrückerischen Gesetzen. Das ist vorbei. Nein, nein, aber wir werden natürlich besonders diese bekämpfen. Es ist das Los eines Bauern, seinem Herr zu dienen. So sieht's aus. Und dementsprechend gibt es einen ersten Bauernaufstand mit 587. Das sollte kein Problem sein. Wir werden die Truppen auch direkt, wenn es dann geht, dort ausheben. Müsste eigentlich... Nee, kann ich nicht. Ach, da ist... Ach Gott, da hatte ich eben schon einen Sandpunkt hingelegt. Alles klar. Ja, dann machen wir das mal. Hier alle ausheben, sind fast 1000 Mann. Selbstverständlich werden wir die persönlich anführen. Ja, hervorragend. Auch wenn wir verletzt sind. Jetzt sind es nur 873, weil vermutlich die Bauern von Leida nicht mehr für uns kämpfen. Das Terrain ist zu unseren Gunsten. Es ist ein besserer Anführer auf der anderen Seite. Ich kann es mir kaum vorstellen. Aber es scheint so zu sein. Insofern ist die Prognose ausgeglichen. Kann das wahr sein? Plus 18. Nein, das kann nicht wahr sein. Er ist genauso gut wie wir. Wir werden haben, konnten die Bauern sehr einfach besiegen. Aber nichts anderes habe ich erwartet. Okay, damit sind die Einheimischen befriedet. Der Pöbel ist vernichtet, der Anführer eingekerkert. So sei es. So, und dann stellt sich die Frage, aber die Frage stellt sich eigentlich nicht wirklich, was machen wir mit ihm? Es gibt natürlich nur eine Möglichkeit. Hier auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Oh, damit verlieren wir tatsächlich Anspannung, weil wir ein religiöser Eiferer sind. Das trifft sich ja hervorragend. Die Armee kann aufgelöst werden. Wie lange haben wir es noch? Ich sehe gerade, hier gibt es einen Krieg. Gegen den König von Navarra greifen sie an. Erobern damit ein christliches Land. In 13 Monaten sind wir soweit. Haben die neue Verbündete? Es sieht nicht so aus. Das ist, glaube ich, ein interner. Das heißt, wir kämpfen weiterhin gegen 2500. Ja, das ist schon ein Problemchen, ne? Weil wir selber, wir gucken mal, was unsere Verbündeten aufbringen können. Vor allem mit negativem Prestige. Können wir sie reinrufen? Ich glaube ja, wir gehen dann immer nur weiter ins Negative, oder? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, wir gucken nochmal. Also, wir haben einmal hier die 600 und einmal hier die knapp 1000. Das ist aber eine knappe Kiste. Das ist eine sehr, sehr knappe Kiste. Ideal wäre es, wenn wir den Kriegerorden bekämen. Aber ich weiß nicht, was die Tempelritter machen. Die sind niemals einsetzbar. Dabei würden sie eine riesige Hilfe gerade für diesen Zweck darstellen. Und dafür sind sie eigentlich auch gedacht und ausgebildet. Was ist mit unserem treuen Pferd? Ein berühmter Ausbilder ist an mich herangetreten, nachdem er Gerüchte über mein mächtiges Schlachtross gehört hat und bietet mir nun seine Dienste an. Alles, was ich im Gegenzug dafür verlange, ist eine kleine Vergütung. Puh, Gott, was gibt's denn? Es kann stärker werden, sich schneller bewegen, Ausdauer, Wildheit. Ja, ich denke, wir werden auch das investieren. Das ist eigentlich ziemlich Banane, oder? Wir wollen es mal... Wir sind tapfer. Wir würden mal so... Ich sag mal, mehr Stärke. Einfach Tapferkeit ist so die... Okay. Die simple Stärke wird bevorzugt. Er ließ sich gut ausbilden und die ersten Ergebnisse waren noch umgehend zu sehen. Dann bekommen wir jetzt ein starkes Schlachtross, was tatsächlich unsere Aufgebotsgröße um 10% erhöht. Warum auch immer das der Fall sein mag. Nun gut, es war auf jeden Fall gut investiertes Geld, das kann man sagen. Und unsere Kultur hat etwas entdeckt. Das war jetzt aber wichtig. Was haben wir entdeckt? Was war das jetzt? Stadtplanung war das, ne? Kann Folgendes bauen. Dorfzentrum, Schrein, Gebetshallen, Handelsaußenposten.
Okay. Gut. Schon wieder eine Ratseinladung, die wir ablehnen werden. Alles klar. Langsam bekommen wir das Geld zusammen für unseren Plan. Hier noch eine Gründung. Nein, wo klicke ich denn immer? Hier will ich klicken. Wir brauchen aber noch 170. Ja, wäre wirklich zu schön, wenn es uns nochmal gelänge, hier mit dem Papst eine gute Meinung aufzubauen. Wir haben aber schon zweimal um Gold gebeten. Ihr seht, minus 30. Wie weit sind wir noch entfernt? Ah, minus 56. Außerdem haben wir auch nicht die Frömmigkeit dafür. So, es geht weiter. Wir haben zwar einen Schmugglerring bekommen, aber das meinte ich jetzt nicht. Es geht weiter mit den ritterlichen Übungen. Das Scheppern der Rüstung und das Klirren der Schwerter hallt in meinen Ohren wieder, als meine Ritter sich im Kampf üben. Ich sehe ihnen genau zu und versuche, ihre individuellen Stärken und Schwächen herauszufinden. Ihnen wird nur wenig Rast gewährt, denn sobald die Glocke das Ende der Nahkampfübung einläutet, werden die Stalltüren geöffnet. Nun wird aufgesattelt. Das ist ja genau unser Ding. Ja, Übung zu Pferde oder Kriegsführungslebenswandel. Quintana reiten. Okay, das kann man schwer rollenspielerisch jetzt entscheiden. Dann reiten wir ins Feld. Ein Blick vom Hügel. Ah, Vladislav schaut auf die Schlammfelder am Fuß des Hügels hinab. Die könnten als Umrisse einer feindlichen Armee dienen, sagt er. Ich informiere meine Ritter, als ich ihre Kampfreihe inspiziere und bereite sie auf die bevorstehende Strategie vor. Okay, ich sollte einen diagonalen Schnitt machen und die Ritter in die Flanke führen oder Attacke. Wir können dann zum aggressiven Angreifer werden. Ja, durch unsere Tapferkeit und unsere Ungestümtheit. Ich denke, das passt ganz gut. Machen wir das mal so. Es kann sein, dass wir schwer verletzt werden. Aber nein, wir werden aggressive Angreifer. Was bedeutet das? Gegnerische Todesverluste plus 25%. Ich schwinge meine Waffe über meinen Kopf und führe die Reiter in einem wahnwitzigen Ansturm den Hügel hinunter. Allerdings steckt hinter dem scheinbaren Chaos aus scheppernden Rüstungen, wirbelnden Waffen und wilden Kampfschreien ein Plan. Als wir auf die imaginäre Armee auf dem Feld unter uns prallen, findet jeder Soldat seinen Platz in unserer Reihe. Wir bereiten Angriffe vor, fallen zurück, reißen die Zügel herum und galoppieren zurück in die Schlacht. Wir werden unsere Feinde überrennen wie eine Naturgewalt und sie werden fallen wie der Baum im Sturm. Wir werden alle niedermähen, die sich uns in den Weg stellen. Okay, hervorragend. Ich finde, dazu würde natürlich super passen, wenn wir vielleicht als nächstes Kriegsvolksregiment hier die leichte Reiterei nehmen würden. Jetzt ist die Frage, ich meinte, man könnte natürlich sagen, wir haben 100 Gold vom Papst immer noch bekommen, das wollten wir für den Tempel aufsparen. Aber wir sehen, dass der nächste Krieg knapp werden würde. Wir sehen, dass wir gerade so eine Art Reiteranführer werden. Ich finde es fast passender, wenn wir das Geld doch dafür investieren. Das andere muss einfach noch warten. Und ich werde 4 Jahre noch irgendwie die Kontrolle über Mallorca haben. Ich werde, glaube ich, mal langsam beginnt es nämlich hier, die Vorbereitung auf den Krieg, 9 Monate. Wir werden mal langsam dann nachher umstellen auf Armee organisieren, damit wir noch ein paar Truppen mehr bekommen. Aber wir warten mal noch ein paar Monate. Wir haben jetzt den 28. November. Okay, alles klar. Gut. Aber die können wir, glaube ich, jetzt schon. Das mache ich jetzt einfach mal. Wir holen uns die leichte Reiterei. Dauert ja auch eine Weile, ehe die bei voller Stärke sind. Das gibt uns dann also nochmal 100 Mann. Dann haben wir selbst schon 1212. Ah, es kann übrigens sein, dass die Aufgebote hier tatsächlich auch erst langsam dazugekommen sind. Weil hier sind auf jeden Fall die Holzkasernen mit 125 berücksichtigt. So, Veronika. Ja, kommt. Eine etwas Frommes aus den Heiligen Schriften. Das hat schon mal geklappt. Bei der anderen. Und was wichtig ist, Mallorca ist bekehrt. Das ist gut. Was für 2 Ereignisse. Gut, also wir lesen gegenseitig etwas Frommes aus den Heiligen Schriften vor. Als der Schreiber uns vorliest, scheint Veronika wie gebannt. Später kommt sie zu mir
Eine hervorragende Wahl, Zentoll. Ja, in der Tat, das war großartig. Gut. Okay, also, dann schicken wir als nächstes Fürstbischof Obizo hierhin. Denn dort sind die Bauern noch nicht katholisch, wie wir auch durch den Aufstand gesehen haben. Puh. Okay. Hier, der Krieg scheint gar nicht so einfach zu laufen, wie es aussieht. Denn die Verteidiger haben deutlich mehr Truppen. Wie ist ihnen das eigentlich gelungen? Ah, wisst ihr was? Die haben den Orden geholt. Zuletzt zumindest. Das ist natürlich toll. Da bekommen die 3000 Truppen und können hier die Angreifer richtig fertig machen. Und dann kommen wir und sie sind schon geschwächt. Oh mein Gott, der Gott ist wirklich, unser Gott ist wirklich auf unserer Seite. Also das passt ja wunderbar. Was für eine schicksalshafte Fügung, hervorragend. Dann werden wir Folgendes jetzt machen. Wie geplant werde ich jetzt hier mal auf Armee organisieren, umschwenken. Um nochmal, ach, das geht sofort, sehe ich gerade, oder? Na, es dauert ein bisschen. Aber jetzt haben wir fast 1300 Leute, wenn die Reiterei da auch da ist. So, jetzt Sport im Abort. Der Abort ist ein kleiner Ort, an dem die Luft voll ist von üblen Dingen, derer man sich kürzlich entledigte. Doch man ist dort so herrlich ungestört. Und das ist natürlich wichtig für uns. Veronika blickt mich hungrig an und legt ihre Gewänder ab. Ich ebenso, und als wir uns küssen, sorgt eine Woge der Lust dafür, dass wir sowohl die beengten Räumlichkeiten als auch die erbärmlichen Gerüche um uns herum vergessen. Puh, okay. Ich würde sagen, da wir eine... Ja, ich bin da unentschlossen. Wir haben ja eine dauerhafte Affäre. Komm, wir machen das auch dauerhaft. Man muss ja mehrere Optionen haben. Okay. Es gibt übrigens einen weiteren Krieg unseres Lehnsherrn, den ich gar nicht mitbekommen habe. Ah, der ist nur als Bündnispartner mit Alfred dem Großen im Krieg gegen Kettelmund von der Bretagne. Es geht um irgendein christliches... Ah, wieder die Sandalen. Uiuiui, die Sandalen sind aber auch wirklich heiß umstritten. Da gab es schon mal einen Konflikt. Ich glaube, irgendwie die Aquitanier waren da beteiligt. Aber sie haben sich dann irgendwie geweigert, den tatsächlich durchzuziehen, diesen Krieg. Naja, mal sehen. Vielleicht kriegt Alfred der Große jetzt diese Sandalen. So, ich gucke jetzt nochmal auf den genauen Termin hier. Warte mal, wir können, glaube ich, schon angreifen, oder? Wir könnten tatsächlich... Nee. Ah, die Hingabe. Nee, gut, das betrifft nur das Königreich. Wir könnten tatsächlich den Krieg führen um das gesamte Herzogtum. Es ist möglich. Nein, es ist noch nicht möglich. Wir haben noch Waffenstillstand. Meine Güte. Habe ich nicht gesehen. Den muss ich ja auch bei mir angucken. Genau. 7 Monate. 9. März 912. War aber so, als würde das vorhin weniger Zeit gewesen sein. Egal. So, Ratseinladung. Er will es unbedingt, aber wir wollen es auf keinen Fall. Wir lehnen es erneut ab. Gut. Unser Halbbruder ist freigelassen. Hier gibt es übrigens einen komischen Bug hier bei der Beschreibung dieses Hauses. Das sind alles die Söhne oder die Kinder unserer Mutter, die er nochmal geheiratet hat in Aquitanien. Da haben wir noch eine Menge Halbbrüder dort. Ja, okay. Wir sind jetzt gleich im Jahr 912. Und jetzt gibt es langsam Probleme. Veronika kam heute zu mir und ich wusste sofort, warum es geht. Sie ist schwanger. In ihrem Herzen gibt es ebenso wenig Zweifel wie in meinem, wer der Vater ist. Wegen meiner Ehe mit Ilsa kann ich allerdings nichts tun, außer zu hoffen, dass meine Beteiligung hieran geheim bleibt. Das hoffe ich auch. Am 24. offenbart sie uns dies. Oh mein Gott. Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommen würde. Ich auch nicht. Aber man hätte dran denken können.
Gut, also ihr seht es, in 3 Monaten kann dieser Krieg erklärt werden. Das werden wir dann auch tun. Zumindest, wenn es möglich ist, mit negativem Prestige seine Bündnispartner zu holen. Das ist die Voraussetzung dafür. Ansonsten müssten wir nochmal unsere Goldmittel investieren, um an Prestige zu kommen. Zum Beispiel eine Jagd zu veranstalten. Das wäre sowieso eine gute Sache, sehe ich gerade, weil sie unsere Anspannung extrem reduziert. Ja, ja, ja. Ich glaube, so eine Abwechslung benötigen wir. Und als Kriegerherzog ist die Jagd ja sowieso eine Tätigkeit, die uns Spaß machen sollte und leicht fallen sollte. Gut, also damit beschäftigen wir uns dann noch vor dem Krieg. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinwallen.